Oh Mann, oh Mann, ich habe jetzt schon 20 Kilo abgenommen. Aber dieser Bauch, dieser kleine Fleck hier um den Bauchnabel, der sieht so scheiße aus. Oh, und dann hier in den Oberarm, dieser kleine Speckfalte und diese Falte hier und am Knie so eine kleine Falte und hinten am Po so 3, 4 Zentimeter gerade so ein Stückchen. Das ist furchtbar, wie das aussieht. Das ist so grausam. Das macht mich verrückt, das macht mich wahnsinnig. Freunde, das war jetzt kein Sarkasmus und das war nicht übertrieben. Das kommt tatsächlich vor und erlebe ich immer wieder. Menschen, die ihre Ernährung umgestellt hat, die einen gesunden Lifestyle leben, die dreimal in der Woche, viermal in der Woche regelmäßig Sport machen, Stunde, eineinhalb Stunden, richtig schön intensiven Sport, die schon ganz viel erreicht haben, die sich maximal gesund transformiert haben. Und die kommen irgendwann nach einem halben Jahr und nörgeln auf höchstem Niveau. Das heißt, da werden Dinge gesehen. Da musst du eine Lupe nehmen zum Teil und sagen, okay, ja, wenn man will, wenn man ganz tief in sich will, unbedingt was finden will, was schlecht ist, dann finde ich das natürlich logischerweise. Ich hätte da gern bei mir in meiner Beratung so neben der Körperfettwaage so einen Knopf und da würde ich gern draufdrücken. So dass ich einmal wieder schnell in diesen alten Zustand vom halben Jahr zurückverwandeln. So 10, 15, 20 Kilo mehr Fett, eine schlechtere Körperhaltung, eine schlechtere Fitness. So einfach, dass ich es mal wieder so 3, 4, 5 Minuten spüren, wie sich das angefühlt hat. Um Ihnen auch mal zu zeigen, was Sie schon alles erreicht haben. Das ist echt das Traurige an uns Menschen ist, dass wir immer nur auf unseren Schwachpunkten herumhacken. Dass wir immer nur das suchen, was wir nicht gut machen. Immer nur das im Fokus haben, was noch nicht so ist, wie wir uns vorstellen. Und dabei haben wir ja auch viele Anteile an uns, am Körper, an unserem Geist, die richtig gut sind. Nee, wir schaffen es tatsächlich immer nur die Schwachpunkte zu sehen. Immer nur die Punkte im Fokus zu haben, die nicht funktionieren. Bis zu einem gewissen Grad ist auch die Selbstkritik in Ordnung. Bis zu einem gewissen Grad. Aber viele Menschen übertreiben das. Die befinden sich irgendwann mal so in so einem Tunnelblick und sehen außenrum überhaupt nichts mehr, sondern sehen nur noch diese 5% von 100%, wo man sagt, da müsste es, sollte es noch besser werden. Diese 5% wandern den ganzen Tag durch den Kopf. Wir haben 60.000, 70.000 Gedanken. Davon sind 90.000 Gedanken völliger Humbug. So, und bei diesen Menschen dreht sich alles nur noch um diesen Anteil. Und das transportieren die raus in ihr soziales Umfeld. Sind unzufrieden, haben eine unzufriedene Körpersprache, fühlen sich nicht wohl, gehen auch anderen Menschen zum Teil schon gewaltig auf den Sack, weil sie immer nur sich über ein Thema unterhalten, habe ich heute richtig gegessen, habe ich zu wenig, habe ich zu viel gegessen, boah, das Essen, das war so gesund und ich habe so und so viel trainiert und habe diese und diese Übung gemacht und das waren so und so, aber das und das muss noch besser werden und dieser kleine Anteil, der nervt mich ohne Ende, kannst du mir da weiterhelfen? Dann sitzen sie im Netz, dann wird gegoogelt, gemacht und getan, wird gesucht, gesucht und gesucht. Es dreht sich alles nur noch um diesen kleinen Anteil. Um diesen Mini-Anteil, der noch nicht so ist, wie der Mensch sich's vorstellt. Puh, das kann verdammt anstrengend sein und das kann verdammt schlechte Laune bringen. Das kann auch durch die schlechte Laune, durch dieses schlechte Gefühl, entstehen natürlich letztendlich auch Hormone und das sind sicherlich keine Wohlfühlhormone. Absolut nicht. Das sind Hormone, das sind Stresshormone. Und solche Menschen begeben sich Step by Step in eine zum Teil sogar Depression. Ja, das kann vorkommen. Nur weil man auf einer Kleinigkeit herumhackt, auf eine minimale Kleinigkeit vom Körper, 95%, was wir schon gut gemacht haben, saubere Essstruktur, gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport, Verhalten geändert, Verhaltensmuster geändert, alte Routinen abgelegt, durch neue ersetzt, tolles Zeitmanagement, tolle Fitness, bessere Leistungsfähigkeit, 20 Kilo weniger. All das wird vergessen. All das ist völlig Wurst. Nur wegen diesen verdammten 5%. Meine Bitte an euch, kommt mal runter.
Macht euch mal eine Liste, was ihr alles schon erreicht habt. Macht euch eine Liste, wie gut ihr schon wart. Und nebendran macht dann mal eine Liste, was ihr noch verändern wollt. Und ich garantiere euch, wenn ihr schon 5, 6, 7 Monate im Jahr in diesem Bereich seid, euch gesund ernährt, gesund trainiert, dann werdet ihr feststellen, dass ihr schon wahnsinnig viel erreicht habt. Und dann honoriert es doch einfach mal. Dann seid doch mal stolz auf euch. Dann seid doch einfach mal respektvoll gegenüber euch und sagt, yes, ich war gut, ich bin gut, ich kann es. Und die restlichen 5%, wenn sie nicht so werden, wie ich mir es vorstelle, weil meine Vorstellung unrealistisch ist, dann ist es halt so. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Dann finde ich mich damit ab. Ich stelle keine absolute Forderung, dass es so sein muss, weil es vielleicht gar nicht geht, sondern wenn, dann wünsche ich mir was. Ich wünsche mir was. Ich wünsche mir, dass mein Körper immer so aussieht, wie er aussieht, wie ich meine, dass er aussehen sollte. Und wenn es nicht so ist, dann ist auch nicht schlimm, dann arbeite ich weiter jeden Tag dran. Ja, Wünsche äußern, keine absolute Forderung. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das honoriert, wenn ihr das macht, wenn ihr euch so weit umstellt, auch in eurem mentalen Bereich, auch im Mindset, dann werdet ihr wieder Erfolg haben, ihr werdet euch wohlfühlen, euch wird es gut gehen und dann werdet auch ganz einfach die Ergebnisse wieder eintreten. Warum? Weil bei allem anderen steckt Druck hinten dran. Bei allem anderen ist ein Muss hinten dran. Ich muss. Ihr müsst gar nichts. Ihr wollt. Ihr müsst nichts. Das Wort muss, muss raus. Sondern ihr werdet. Ihr werdet gewinnen, ihr werdet siegen, ihr werdet gesünder leben, ihr werdet eine schönere Optik haben, ihr werdet gesünder sein, ihr habt eine gesündere Ausstrahlung, ihr fühlt euch wohler, ihr werdet euch wohler fühlen. Nicht ich muss, ich muss, ich muss. Müssen müsst ihr gar nichts. Muss ist eines der schlechtesten Worte überhaupt, weil es negative Gefühle produziert. Diese negativen Gefühle produzieren auch negative Hormone und die brauchen wir nicht. Warum? Ihr werdet entspannt siegen und nicht verkrampft. So einfach kann es sein. Deswegen, ihr Lieben, mein Wunsch an euch, honoriert euch, honoriert das, was ihr schon erreicht habt. Lasst Revue passieren, wie gut ihr schon wart. Feiert euch auch mal selber. Seid stolz auf euch selber. Und ich kann euch garantieren, es läuft dann alles von ganz alleine. So, ihr Lieben, das war's. Ein bisschen ein emotionaleres Thema heute. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt es einfach unten rein. Wenn ihr Bemerkungen habt, wenn ihr konstruktive Kritik habt, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir es einfach. Ich werde mir sicherlich auf meine To-Do-Liste Platz machen und genau deinen Wunsch reinschreiben. Und wenn es passt, gibt es davon einen Videoclip. Das war's. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.